Wir bleiben in der DDR, diesmal allerdings im kühlen Untergrund. Was selbst da zu sanieren ist, entdeckte Werner von Bergen bei einer S-Bahn-Reise in die Vergangenheit. Potsdamer Platz, eine S-Bahn-Station mit großer und auch tragischer Geschichte, soll eines Tages wieder geöffnet werden. Jetzt hatte unser Team die seltene Gelegenheit, in dem streng abgesperrten Bauwerk Aufnahmen von gespenstischer Qualität zu drehen. An diesem Bahnhof hält kein Zug. Alle 10 Minuten kommt die S-Bahn Linie 1 und 2, um nach Sekunden wie ein Spuk wieder zu verschwinden. Geisterbahnhof Potsdamer Platz. Seit 30 Jahren hat hier kein Reisender mehr auf seinen Zug gewartet. Es ist niemand ein- und niemand ausgestiegen. Der kleine Bahnhofskiosk wartet seit 1961 auf Kundschaft. S-Bahnhof Potsdamer Platz, der letzte Ort in Deutschland, wo die Geschichte stehen geblieben ist. Am 15. April 1939 eilten hier die ersten Fahrgäste zur S-Bahn Richtung Friedrichstraße. Die Nationalsozialisten machten den Potsdamer Platz unterirdisch zu Dreh- und Angelpunkt einer Nord-Süd-Verbindung in der Mitte Berlins. In schummrigen Ecken sprechen die letzten alten Plakate immer noch von Attraktionen, die Krieg- und Nachkriegsstadtplanung oben für immer ausradiert haben. Das legendäre Haus Vaterland, das schnelle Berliner Leben, der Potsdamer Platz. Schon in den 20er Jahren drohte hier der Verkehrsinfarkt. 600 Straßenbahnen rumpelten pro Stunde über den verkehrsreichsten Platz Europas. Der Potsdamer Platz wurde zum Inbegriff der Metropole des frühen 20. Jahrhunderts. Diese Welt versank für immer in Schutt und Asche mit dem Krieg, den der Größenwahn der Nazis ausgelöst hatte. Der Leipziger und der Potsdamer Platz heute. Immer noch eine Einöde, eine letzte Erinnerung an den Todesstreifen. Nachdem die Grenzen endgültig gefallen sind, tut sich wieder was im alten Herzen Berlins. Die Daimler-Benz AG wird hier Büros hinklotzen. Dafür muss dem regierenden Bürgermeister Momper gedankt werden. Und der S-Bahnhof wird bald aus seinem Dornröschenschlaf aufwachen müssen. Die riesige Anlage unter dem alten Potsdamer Platz muss renoviert werden. Wie kann man die Technik der 30er durch die Technik der 90er Jahre ersetzen, ohne den ursprünglichen Charakter dieses einmaligen Bahnhofs zu zerstören? Noch stoßen wir überall auf Spuren deutscher Geschichte. 1961 wurde der Bahnhof versiegelt, die Zeit des Mauerbaus. 1945 ertranken hier in der Tiefe Hunderte von Schutzsuchenden, als ein SS-Kommando den S-Bahn-Tunnel unter dem Landwehrkanal sprengte. Die sozialistische Freundschaft verstaubt am Fahrkartenschalter. Die Beamten der DDR-Reichsbahn müssen im August 61 ihre Büros fluchtartig verlassen haben. Die einzigen Besucher waren von nun an DDR-Grenzer, die auf jeden schossen, der durch den Tunnel der S-Bahn flüchten wollte. Ein Sicherungskasten aus den 30er Jahren, Archäologie des 20. Jahrhunderts. Ein Blick in die Küche der Bahnhofsgaststätte in der ersten unterirdischen Ladengalerie der Welt. Ein Blick hinter verriegelte Fenster und Türen, eine Theke aus den 30er Jahren. Am Treppenaufgang ein Mosaik aus der Nazizeit. Das Wandbild lockt hinaus auf den Wannsee. Wie sorgfältig werden die Restaurateure hier in Zukunft an die Arbeit gehen? Auf dem Bahnsteig schichtet sich die Hinterlassenschaft der Reisenden. Notizzettel, Fahrscheine, Zigarettenkippen und eine Zeitung, die über die Wirtschaftswunderpolitik des Ludwig Erhard berichtet. Der Berliner Tagesspiegel vom August 1948. Die Gegenwart holt ihn bald ein mit einem gewaltigen Sprung in die 90er Jahre, den S-Bahnhof Potsdamer Platz.